Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir zocken heute Lucky Wars, heißt das Ganze, glaube ich. Jo. Es ist praktisch Sky Wars, wie man hier schon sieht. Nur mit Lucky Blöcken. Jo, das war's auch schon. Das soll ein Feuerstern sein. Okay, ich glaube, das hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, muss ich sagen. Das ist jetzt auf einmal ein Eisstern, aha. Ich glaube, da war irgendwie so ein Textchip-Pack, den wir wahrscheinlich hätte runterladen sollen. Feuerstern! Oh, Rechtsklick, ja, Rechtsklick. Scheiße, was ist das? Geronimo! Oh! Oh mein Gott! Holy shit, no way! Als ob ich hier jetzt noch gelandet wäre. Mega nice, aber seine Items sind glaube ich alle weg, oder? Nein, da liegen sie! Oh mein Gott, wie nice! Knockback 2. Giftdolch haben wir hier auch noch. Sharpness als Unbreaking Vergiftung. Nice! Jetzt haben wir hier drei Waffen zur Auswahl. Mal gucken, was wir damit reißen können. Das Leben haben wir noch, zwei andere. Nizza Nizza. Und nur noch einer. Alter, nice, ein Lucky Sword. Sehr schön. Da vorne ist er, Leute. Kommt er jetzt? Ja, er kommt. Also ich werde jetzt probieren, da runter zu springen und ihn mit dem Puffy runterzuschlagen. Ich hoffe mal, dass er nicht in den Cobwebs landet. Oh fuck, ist genau das passiert. Ach du Scheiße. Okay, er kommt überhaupt nicht hinterher. Nice. Friss Blitz. Was habe ich denn noch so? Instant Damage. Nochmal Instant Damage. Feuerstern. Oh, richtig, ne? Feuerstern. Okay, er hat einen Feuer Assistance Trank. Ein Invisibility. Okay. Er kommt. Oh fuck. Nein! Oh! Oh mein Gott! Scheiße. GG. So, Kits kann man sich ja auch noch kaufen. Habe ich aber, glaube ich, nicht genug Coins für. Oh, scheiße. Ja gut, das passt jetzt ja ein bisschen. Eine Autogrammkarte. Wollt ihr Autogrammkarten von mir haben, dann schreibt's in die Kommentare. Mache ich direkt auch noch einen eigenen Merch dazu. Den gibt's dann für glatte 30 Euro zu kaufen. Also die Autogrammkarten nehmen wir jetzt dann für satte 100 Euro, würde ich mal sagen. Also schreibt in die Kommentare, ob ihr einen Merch wollt. Da gibt es dann für 30 Euro gratis Autogrammkarten dazu. Die werden dann genauso aussehen. Warte, das kann ich mal von Namen zeigen. Genauso werden sie aussehen. Und ja, ich bin echt mega gespannt, was da für ein Ergebnis rauskommt. Stimmt jetzt ab. Ich werde hier wahrscheinlich auch eine Abstimmung einblenden. Stimmt definitiv eher ab. Okay, das reicht. Da vorne, wenn uns einer besuchen kommt, dann besuche ich den natürlich auch, weil es gibt keinen Sinn. Aber ich besuche ihn trotzdem. Er kommt. Alter, perfekt die Aufnahme gestartet. Und perfekt gestorben. Naja. Yay, ich bin der König der Welt. Alter, was ist das denn? Kaktus, ey? Ich glaube, ich sehe ihn auf. Ich glaube, ich muss den in die Hand nehmen und dann rechts klicken. Ja, genau. Wo steht jetzt auch auf dem Kopf? Yo. Überraschung. Lol, der hat ja überhaupt keine Quip. Läuft bei ihm. Oh Gott. Bitte komm nicht rüber, ja? Okay, komm. Ich glaube, das war außerdem der dümmste Fehler, den ich machen konnte. Ja, war's. Oh mein Gott. Oh, Alter. Ja, die Sache ist, ich wollte den in Lava setzen, aber der hat durchgehend Fire Resistance. Ja, und dann habe ich die Geduld verloren. Oh Leute, hier macht uns jemand E-Z. Könnt ihr mir mal bitte in die Kommentare schreiben, was das denn bedeutet?
Lol. Oh mein Gott. Wow. Sauber. Lol, das Teil gibt uns unendlich Fire Resistance. Mega nice. Was war da gerade mit meiner Stimme los? Mega nice. Alter, ein TNT-Bogen. Mega nice. Da müssen wir einfach einen runterschießen. Läuft der da jetzt rüber? Ach nee, schade. Ja, ich glaube, ich lasse mal zu uns kommen. Komm ruhig rüber. Ist kein Problem. Mann, hoffentlich kommt der gleich auch, ey. Ich will ihn das schaffen. Jetzt komm schon. Fuck, nein! Ah. Jetzt, oh, er hat eine Perle. Jetzt weiß er, dass wir TNT-Bogen haben. Mist. Also, ich habe ihm jetzt gesagt, dass das mein letzter Pfeil war. Ich weiß aber nicht, ob der mir das glaubt. Oh, hier vorne ist er. Ich glaube, bei dem kommen wir nicht mehr dazu, den Bogen anzusetzen. Sehr schön, er ist down. Mega nice. Aber damit es wirklich mega nice ist, muss ich nochmal irgendwo diesen TNT-Bogen einsetzen. Okay, der nächste ist da vorne. Oh, der ist so prädestiniert dafür, den runterzuschießen. Do it. Hey! Der hat getroffen! Habt ihr das gesehen? Der hat doch getroffen! Oh Mann! Warte, die Hologrammkarte ist wieder da. Vergesst nicht abzustimmen. Also hab mich jetzt gerade ernsthaft gefragt, ob ich noch welche hab. Also, der glaubt mir das halt ernsthaft, ne? Aber als ob ich dem das in so einem Spiel ehrlich beantworten würde. Da muss er eigentlich mit rechnen. Okay, ich sag jetzt oder nie. Ja! Nein! Oh! So knapp! Schade. Jetzt habe ich echt keine mehr. Okay. Also ist jetzt gerade da oben. Der hat irgendwie Eier oder Schneebälle. Und wirft mich damit runter. Okay, ich glaube. Soll ich den John Cena an? Ja. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Er ist direkt hinter mir. Glaube ich. Ist er nicht. Okay. Scheiße, ich hab nichts zum Healen. Oh, hoffentlich geht er nicht drauf. Okay, er ist da. Nee, du bombst mich nicht weg, mein Freund. Du nicht. LOL! Er hat direkt in sich selber reingesetzt. Oh mein Gott, wie nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott! GG. Leute, ich habe mich da gerade selber diesen 3 negative Effekte Trank abgeworfen und bin dann noch von der Insel runtergelaufen, weil ich dachte, da wäre noch was, um mich aufzuhalten. Wie kann ich so bescheuert sein? So, mal eben, by the way, Laderesource-Back, das hat nichts zu bedeuten. Da ist mir eben mein Minecraft-Ball gecrashed, als ich das ausprobiert habe. Müssen wir ein anderes Mal machen, so. Ja, also ich habe jetzt keine Bambusleitung mehr. Das heißt, ihr könnt demnächst mit Streams rechnen. Das wollte ich nur eben gesagt haben. Und falls ihr euch geguckt habt, schreibt mal den Hashtag ganz kreativ. Ja, ich muss gerade noch kurz überlegen. Stream vor Schritt. Hashtag Stream vor Schritt in die Kommentare. Ich werde ganz am Ende des Videos auch nochmal einen Hashtag sagen. Den schreibt ihr bitte nicht rein. Einfach um zu gucken, wer das Video einfach nur durchgeskippt hat bis zum Ende. Okay, jetzt geht's mit der Runde weiter. Okay, Leute. Ich habe eine Aufgabe für uns in dieser Runde gefunden. Und zwar werden wir probieren, dieses... Oh, da kommt einer. Dieses Knockback 1 Schwert... Knockback 1 Buch auf die Schwert zu bekommen. Das können wir natürlich nur machen, wenn wir jetzt nicht direkt bei dem sterben. Achso. Oh fuck, ja, jetzt wieder kommen, denke ich. Oh mein Gott, viel zu früh. Viel zu früh geschmissen.
Aber mit ein bisschen Glück, komm, der hat das schlechtere Schwert. Glaube ich. Yes! Sehr schön! Habe ich da gerade wohl ein bisschen übersteuert? Nein, bestimmt nicht. Nice, das Eisen droppt hier sogar direkt raus. Das heißt, man muss das gar nicht erst brennen. Beziehungsweise schmelzen. Das ist natürlich echt nice. Oh Leute, wir haben es geschafft. 32 Eisen. Ich glaube, man braucht irgendwie 31 oder so. Sehr schön, jetzt können wir schaffen. Jetzt darf so keiner killen in der Zeit. Zack, Leute. Da ist es. Bam. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich die Challenge schaffe. Also die Mini-Challenge. War jetzt ja nicht so schwer. Aber trotzdem. Nice, dass es geklappt hat. Haben wir jetzt wenigstens ein Knockback 1 Schwert. Angelkill. Ja, ich glaube, der checkt. Okay. Ah, da vorne ist der nächste. Nee, ich will mich jetzt nicht vor dem verstecken. Ich will jetzt mein Knockback 1 Schwert ausnutzen können. Ich glaube, sie kommt, oder? Sache ist gerade, ich weiß halt noch nicht mal, ob meine Aufnahme gerade weiterläuft. Wie das Fenster verschwunden ist. Oh Gott, bitte, das wäre so dumm jetzt. Okay, go. Komm, Knockback 1! Knockback 1! Das muss es sein! Jawohl! Sehr schön!